Level 160. Erinnerst du dich nicht? Wie konntest du es vergessen? Du erinnerst dich daran, nicht wahr? Die Tage, an denen du bis zur Dämmerung mit deinen Freunden gespielt hast. Erinnerst du dich nicht an die Spiele, die du früher gespielt hast? Du warst immer so gut darin, Verstecken und Suchen. Du warst völlig unschlagbar. Und die Freude, die du beim Spielen gefunden hast. Du könntest nicht einmal auf deine Händen zählen, was du geben würdest, um wieder zu diesem Tag zurückzukehren. Nichts kann die guten alten Zeiten schlagen, nicht wahr? Dein Wunsch, diese Erinnerung noch einmal zu erleben, wächst mit jedem Tag. Du kannst es nicht ertragen, weiter zu warten, oder? Deine Freunde sind auch hier. Alle warten darauf, dich wiederzusehen. Warten auf deinen lieben Freund, den sie so, so sehr vermissen. Du hast es so sehr geliebt, nicht wahr? Du würdest Stunden damit verbringen, darauf zu schwingen und auf den offenen Himmel zu blicken. Du warst in diesen Tagen nie gelangweilt. Es ist jetzt alles so anders, wo alles monoton und grau ist. All die Jahre, die du damit verbracht hast, Spaß zu haben, sind weg. Verloren an die Zeit. Aber es muss nicht so sein. Ich kann dir all das geben, nur damit du es noch einmal erleben kannst. Wie könntest du all die Stunden vergessen, die du mit Emma verbracht hast? Das Mädchen, mit dem du einen Schwung geteilt hast. Das Mädchen, für das du die süßesten Melodien gesungen hast. Das Mädchen, das jeden Tag ohne Fehler vorbeikam, um zu hören, wie du dein Herz für sie singst. Sie ist hier. Sie wartet auf dich. Und summt dir diese liebeskrärende Melodie zu, die du für sie singen würdest. Bist du so schnell, ihre Existenz zu verwerfen und sie so zu vergessen? Sie ist noch nicht verfallen. Sie ist immer noch hier und wartet darauf, dass du zu ihr zurückkommst und sie liebst, wie du es ihr versprochen hast. Das sollte nicht passieren. Du warst so jung, dass du nicht all diese Wege gehen sehen musstest. Zumindest nicht in diesem Alter. Warum warst du es? Warum konnte es nicht jemand anderes gewesen sein, der eine solche Schuld erlebt? Du hättest verfallen sollen. Verfallen genau wie der Rest von ihnen. Du hast alles verloren, genau dort und dann in einem Moment. Du stand hoffnungslos in einer unendlichen Strecke, von azurblau unter dem brennenden, orangefarbenen Himmel. Du konntest nichts dagegen tun. Der Absturz war nicht deine Schuld, es war seine. Du hast dich bis zum Ende geliebt und sie lieben dich weiterhin, wo du ihre Liebe neu erleben kannst. Sie sehen sich danach, dass du wieder zu ihnen kommst. Alles, was du tun musst, ist, meinen Pakt zu akzeptieren. Und ich werde dir alles gewähren, was du bisher an das Schicksal verloren hast. Ich werde jeden einzelnen deiner Wünsche erfüllen. Ich verspreche, ich werde dich nie wieder einer solchen Folter durchmachen. Du wirst diese Erinnerungen hier nicht erleben. Es war nicht deine Schuld. Es war nicht deine Schuld. Es war nicht dein Fehler. Du warst hohl. Du hattest keinen Ort, in den du zurückkehren konntest. Keinen Ort, an dem du dich zu Hause fühlen würdest. Keine Person, die du Familie nennen konntest. Dennoch hast du weiter bestanden, hungrig, durstig, müde, verletzt. Du hast nie aufgehört, nie für irgendjemanden oder irgendwas aufgehört. Da hast du sie kennengelernt. Sie sah, wie du aus der Ferne zu ihr startest. Sie hatte gerade das Abendessen für ihre Kinder fertig gemacht. Sicherlich könntest du ein bisschen für dich sparen, oder? Erinnerst du dich noch daran? Sie brachte dich zu ihrem Haus, sie teilte ihr Essen mit dir, gab dir neue Kleidung, ein Unterschlupf. Es ging sogar so weit, dich bei sich zu behalten und dich sie Mama nennen zu lassen. Und doch haben sie immer noch den Mut zu sagen, dass dies eine schlechte Erinnerung war? Du willst ein neues Zuhause, oder? Irgendwo, wo es friedlich ist, weg von all den Dämonen, die deinen Geist plagen. Es tut mir so weh, dich leiden zu sehen, wie du es jetzt tust. Ich flehe dich an, nimm mein Angebot an und beende diese Qual. Du weißt, wo du mich finden kannst. Wünschst du dir nicht, du könntest zu deinen lieben Freunden zurückkehren, die so eifrig auf dich warten, damit du dich necken und wieder mit dir spielen kannst? Deine geliebte Emma, die nur noch einmal von ihrem Liebhaber gestreichelt werden will. Deine arme Mutter, die stundenlang im Bett geweint hat und sich nach dem Tag sehnt, an dem du durch die Haustür in ihre offenen Arme zurückkommst. Sie warten auch dort schon auf dich. Sie hat gerade ihre Lieblingspuppe zubereitet, auf den Tisch gelegt und bereit für dich mit den anderen Mitgliedern deiner Familie zu essen. Und sie entlassen sie. Einfach so. Nur weil du es kannst. Sie alle wünschen sich, dass du dich mit ihnen wieder versammelst. Wie du es willst. Du kannst deine Gedanken nicht vor mir verbergen. Du bist immer noch nur ein Kind im großen Plan der Dinge. Deine Hände zittern. Du hast Tränen in den Augen. Ich kenne dieses Gefühl, Schatz. Du vermisst sie. Du vermisst sie so sehr. Und du wünschtest, du könntest zu ihnen zurückkehren. Ich kann den Wunsch erfüllen. Ich kann ihn erfüllen. Ich kann dir eine Flucht aus deiner besonderen Hölle geben, die du schon so lange durchstreift hast. Dieser schreckliche Tag.
Erinnerst du dich daran, dieser verfluchte Tag, an dem du fast alles beendet hättest? Du hattest kein Zögern in dir. Alles noch einmal zu verlieren, hat dich so belastet. Du hast nicht versucht, dich zu rächen. Du hast nicht gegen diejenigen gekämpft, die dir so viel Elend gebracht haben. Du bist gesprungen und hast die Welt, in der du so lange gelebt hast, in nur wenigen Sekunden verlassen. Du hast Ruhe erwartet. Oder vielleicht das Geräusch von Wasser, das um dich herum sprudelt, während die Strömung um dein Durcheinander eines Körpers wirbelt. Du erwartest, dass sie ihre Augen schließen, dein Kiefer locker lässt und den kalten Griff des Todes annehmen würdest, als deine Seele diese sterbliche Ebene verlässt. Aber es kam nicht mehr für dich. Stattdessen fandest du dich in einem Ort wieder, der schlimmer war als die Hölle. Ein Albtraum, der aus all den durcheinander geratenen Erinnerungen bestand, die das menschliche Bewusstsein aufbringen konnte. Du hast dich jetzt daran gewöhnt, aber es könnte besser sein. Dieser Ort ist ein Paradies, in dem all diese schlechten Erinnerungen für immer in Ruhe gehen werden. Es wird in Ordnung sein. Du kannst jetzt zu mir kommen. Wir können uns im Pakt binden, damit du endlich das Glück haben kannst, das du verdienst. Möchtest du nicht glücklich sein? Die Stadt der versprochenen Erinnerung. Du bist endlich angekommen. Es war nicht so schwer, siehst du. Es gibt nur noch einen Ort, den du begehen musst. Ich werde drinnen auf dich warten. Ich wusste, dass du es von dem Moment an tun könntest, in dem ich meine Augen auf dich gerichtet habe, meine Liebe. Alle deine Schwierigkeiten werden vergeben und du kannst dich jetzt vergessen, da du in deinem selbstgemachten Himmel dich wohlfühlen sollst. Beeil dich jetzt, deine Freunde warten. Ich bin so stolz auf dich, meine Kleine.